2022 feiert die EVN-Gruppe ihr 100-jähriges Jubiläum. 100 Jahre Energiewirtschaft, 100 Jahre Veränderung. Die EVN-Gruppe steht für diese Veränderung in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Wenn man heute über Energiewirtschaft spricht, dann geht es eigentlich darum, wie wir die Herausforderungen des Klimawandels bewältigen. Das ist aber auch für eine Gruppe wie die EVN eine enorme Herausforderung. Hier sehen wir zentrale Weichenstellungen, die wir in den vergangenen Monaten vornehmen konnten. Erstens sind wir ausgestiegen aus der Kohlestromerzeugung. Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Und andererseits sind wir auch in der Lage, einen Pfad der CO2-Reduktion bis 2034 vorzulegen, der auch international entsprechend auditiert worden ist. Die EVN hat sich mit Hilfe von Experten einen CO2-Reduktionsplan bis 2034 gegeben. Dieser Prozess wurde international zertifiziert. Somit sind wir als Energieunternehmen derzeit das einzige Unternehmen, das solche zertifizierten CO2-Reduktionsziele hat. Wir haben im vergangenen Jahr in einem Strategieprozess 2030 uns neue Ziele gegeben. Wir werden unsere 400 Megawatt auf 750 Megawatt für Wind erhöhen und für Photovoltaik auf 300 Megawatt. Damit gehören wir zu der Top-Gruppe der erneuerbaren Erzeuger in Österreich. Dieser Umbau des Energiesystems, des Sichern der Energiezukunft, ermöglicht auch einer Gruppe wie der EVN, dass sie entsprechende Investitionen tätigt, um diese Ziele zu erreichen. Deshalb haben wir uns entschlossen, dass wir unsere jährlichen Investitionsvolumen in den nächsten Jahren noch einmal anheben. Wir rechnen damit, dass wir rund 500 Millionen Euro pro Jahr investieren können. Davon gehen drei Viertel nach Niederösterreich und der überwiegende Anteil dieser Investitionen gehen in das Netz. Darüber hinaus in den Ausbau der erneuerbaren Energie und der Wasserversorgung in Niederösterreich. Die Hauptversammlung der EVN AG hat Anfang Februar 2022 eine Erhöhung der jährlichen Dividende um 3 Cent auf 52 Cent pro Aktie beschlossen. Das ist auch das Ziel für das laufende Geschäftsjahr.